So, und damit herzlich willkommen zurück zum Let's Play Transport Fever. Ja, in der letzten Folge habe ich was versprochen, was wir machen wollten. Und zwar wollten wir hier auf den Pioneer Zephyr umsteigen. Sobald wir 5 Millionen haben. Und den setzen wir dann hier auf der Touristiklinie ein. Aktuell setzen wir hier ja jetzt auf Dampftraktion. Das denke ich mittlerweile. Es scheint auch, dass sich die Straße ein bisschen beruhigt hat. Man müsste halt den Leuten noch einen Park-and-Ride-Platz anbieten können. So, Baumaterial. Das wollten wir auch noch fertig bekommen. Bitte Schlacke einfach noch. Ne, hier macht auch aktuell keiner mehr Schlacke. Das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich das hier noch anbinden. So. So. Ui. Das ist ja. Ja. Also das sind hier teilweise gewagte Konstruktionen. So, komm schon. Ich muss hier gleich mal die Stellen zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Also, dann kommt hier noch was hin. Und dann kommen hier noch die Linie 16. Und die Linie 16 bietet den Transport von Steinen an. Wenn ich jetzt wüsste, wo die Maus gelandet ist. Ah, da. Hat nur kurz gehangen.
So, Mac AK noch ein paar. So. Linie 16. Gut. Das heißt, wir müssen die Leute jetzt auch noch zum Bahnhof bringen. Sonst haben wir mit dem... Wir sollten uns übrigens beeilen, weil wir haben nur noch 3 Jahre für die Mission. Und ich denke mal, dass da noch was Böses da auf uns zukommt. So, die Linie 17 geht hier hinten rum. Und die andere Linie geht hier hinten rum. Aha. 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 So, und den Abschnitt teilen sich alle. So, und die 18 geht dann jetzt halt hier lang. Oh, da meckert jemand was. Was wird denn da gemeckert? Oh, gucken wir doch gleich mal. Was ist da denn los? Oh. Jetzt fährt er los. Hier gibt es ja eh schon ein Straßenfahrzeugdepot. Dann kaufen wir hier mal ein paar Snyder für die Linie 17 und ein paar Snyder für die Linie 18. Dann haben wir vielleicht schon mal San Diego angebunden. Junge. Prozent. Okay. Das ist gut. Jetzt muss nur noch das Baumaterial wirklich mal fertig werden. So. Und ins Depot mit dir. Komm schon. Wir brauchen nur noch ein kleines bisschen. Aber ein Treibstoffzug ist schon auf dem Weg Richtung Bahnhof.
Und komm schon, 5,08, das kann dann noch diesen Monat was werden. Aber diesen, ganz bestimmt. So. Wir wollen nämlich diesen Pionier C4 mal auf der Touristiklinie einsetzen. Komm jetzt. Ah, ich sag doch, diesen Monat. So. Er passt zwar nicht mehr ganz in den Bahnhof. Aber der letzte Wagen. So. So, einmal bitte eintreffen. Jetzt brauchen wir nur noch immer noch 59. Komm schon. So, die beiden jetzt im Wechsel. So. So, dann müssen wir die Linie gleich um natürlich wieder einstellen. Junge. Die wollen alle nur hier hin. Jetzt muss der C4 anhalten. So. Aber beide zusammen funktionieren als gutes Team. Das ist ja schon mal was Gutes. Und was kommt? Ah, eine PCC Pittsburgh. Schlacke. Nochmal 3 Baumaterial. Schlacke. Schlacke. Baumaterial. Komm schon. Hm.
So. Jetzt wollen wir natürlich noch. Komm schon. Eigentlich könnten wir jetzt den Kredit, den wir mal von 8 Millionen bekommen haben, zurückzahlen. Macht die Buslinie hier eigentlich auch Gewinn? Natürlich. Wie ist denn die Aussicht hier in Transport Fever auf den Grand Canyon? Ja, doch. Ist in Ordnung. 85, komm schon. Das muss nur noch einmal alles darüber, dann haben wir's. Komm schon, der nimmt jetzt gleich Baumaterial mit. 5. 5 ganze Baumaterialien. Das ist das Letzte, was wir brauchen, ne? Ja, da müssen wir nur noch von hier die Landeerlaubnis einholen. Ach ja, wir sollen ja noch dafür sorgen, dass mindestens 12 Terminals gebaut werden. Mindestens 12, das heißt, wir können alle 4 mal aufrüsten. Dann haben wir das nämlich auch schon. So, damit haben wir die Medaille auch schon mal verdient. So, jetzt ist gleich das Baumaterial da. Komm schon. Ist das... Ja, da kommt das Letzte. Der Damm ist fertig. So, und jetzt brauchen wir nur noch eine Fluglinie. So. Jetzt kaufen wir noch ein Flugzeug. Und zwar eine Douglas. Und zwar von hier nach da. Oh, weia. Jetzt hat die Postbehörde zu allem Übel auch noch die schweren Säcke voll mit unseren Reklamesendungen entdeckt. Sie haben uns zu einer saftigen Strafzahlung verdonnert, die wir erst einmal abstottern müssen. Da wir momentan nicht liquide genug sind, um die ganze Strafzahlung auf einmal zu leisten, wird uns für einen Teil davon Aufschub gewährt. Wie nett von Ihnen, Banditen, Kleptomanen, Pfeffersäcke. 3/4 unseres Vermögens wurden als Anzahlung bereits eingezogen. Der Rest der Rekordbuße wird fällig, sobald wir liquide genug sind, um zu bezahlen. Oh, okay. Also das wird jetzt Strafsumme. Das heißt, jetzt wird einfach nur noch gewirtschaftet. Die Frage ist, akzeptiert der immer noch? Es ist gelungen. Der ehemalige Postflieger Charles Lindbergh hat den Atlantik nonstop überquert. Was für ein Triumph. Auch die Entwicklung neuer Flugzeugmodelle kommt rasch voran. Diese Fortschritte eröffnen interessante Geschäftsfelder für uns.
Die Douglas Aircraft Company stellt uns ihr neuestes Modell, die DC-3, zum Vorzugspreis zur Verfügung. Schon bald wird der Transport von Passagieren mit dem Flugzeug lukrativer sein, als es ein paar Säcke Post jemals war. So. Machen wir doch mal eine Rundumlinie. So. Gut. Was wir jetzt mal so langsam machen können, ist, welches ist denn die Linie 4? Und braucht man die? Da können wir nämlich auf einen LKW, denke ich mal, verzichten. So. Also das mit der Strafzahlung, das kriegen wir auf keinen Fall mehr hin. Wie viel ist denn das? 13 Millionen. Das wird knapp in einem Jahr. Was hat denn der noch für einen Wert? 8,55 Millionen. Damit sind wir auf jeden Fall liquide genug. Dann setzen wir hier halt so ein kleines Shuttle ein. Macht die Linie den Gewinn? 872.000. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Jetzt kommt erstmal der zum Einsatz. Zwölf Millionen. Wir müssen jetzt unbedingt auf 13,3 Millionen kommen. Wir könnten noch einen Kredit aufnehmen von 4 Millionen. Dann wären wir auf jeden Fall da. Komm, wir wollen uns doch mal die Linie 15 angucken. Wird überhaupt noch Schlacke transportiert? Nein. Dann geht die Linie 15 jetzt in den Ruhestand. Und damit sind 121.000 weniger da. Die Strafsumme ist aufgebracht. Aber jetzt 300 Personen mit der DC-3 zu transportieren. Also bis 43 schaffen wir das nicht mehr. Aber ist knapp. Ich glaube, wir müssen halt Leute hier zum Airport bringen. Es muss sich halt für die Leute lohnen, dahin zu kommen, ne? Strafsumme ist aufgebracht und das sogar ohne größere Probleme. So.
Linie 15. Fahrzeug wählen. Zu welchem Vorteilspreis? Jetzt kann man auch auf einmal komischerweise 3 und 5 transportieren. Donier Merkur. So. Wir wollen ja fliegen. Demnach müssen wir jetzt mal gucken. So, sobald der da ist. So. Wie viele Medaillen? 20 Flugzeuge. Ja. Die Leute wollen fliegen. So. Linie 9. Wir haben noch keinen einzigen Fahrgast mit Flugzeugen transportiert. Linie 20 ist die Rundumlinie. Komm. Linie 13. Wir wollen auf jede Linie mal also die Linie 20 wird eingestellt.
Wie kann ich denn... Der Flugtransport muss sich auch lohnen. Jetzt mal nur Luft. Vielleicht lohnt sich das ja doch gleich mal. So. Oh. Ja. Ich glaube, das machen wir jetzt in der letzten Folge, im vierten Teil, machen wir jetzt noch hier diese 300 Passagiere. Vielleicht lohnt es sich doch, hier hin und her zu fliegen. Ja, und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder vom Let's Play Transport Fever. Ja, bis dahin und bye bye.